Ich gucke mir teilweise Let's Plays an, meistens dann in der Tat zu unseren Spielen. Es ist insbesondere bei narrativen Spielen sehr schwierig, die halt auch sehr linear sind, weil da natürlich für den Spieler möglicherweise, wenn er das Let's Play gesehen hat oder ein gesamtes Let's Play, das gesamte Spiel, gar kein Impuls mehr existiert, das Spiel selber zu spielen. Und damit kämpfen wir im Moment auch ein bisschen. Zum einen, dass wir versuchen, die Spiele dann stärker noch nonlinear zu gestalten oder dem Spieler vermeintlich doch sehr, sehr viel Handlungsoptionen geben, sodass nur das reine Konsumieren eines Let's Plays nicht mehr ausreicht und man sich als Spieler schon noch dann sagt, Mensch, es lohnt sich für mich ja, das Spiel auch selbst noch zu kaufen. Bei Sandbox-Spielen wiederum ist natürlich optimal und ich denke, dass gerade in Minecraft durch Let's Plays entsprechend groß geworden ist. Es ärgert mich nicht, dass es Let's Plays auf YouTube gibt zu unseren Spielen. Und grundsätzlich glaube ich schon, dass das ein sehr wertvolles, neues, auch aus meiner Sicht in meisten Fällen journalistisches Format ist, um auch ein Spiel darzustellen. Es müsste sich insofern ein bisschen ändern, dass es so ähnlich ist, vielleicht wie bei einer Kinorezension, dass man sagt, man stellt etwas vor, aber spielt es nicht durch. Es geht halt eher darum, dass man dann gemeinschaftlich auch in Zukunft versucht, Verlage, Google und der Let's Player zusammen irgendwie Formate erstellt, wo alle was davon haben.